Anja Kruse hat grün gewählt fürs Gesicht. Meine Damen und Herren, Sie sehen hier die Verwandlung von Anja Kruse zu Kermit dem Frosch. Anja Kruse spielt die zickige Schauspielerin Lena Reben, die in Drehpausen Green Smoothie Masken auflegt. Warum bin ich immer im Funkloch? Doris? Also ich weiß ja nicht, wer Sie sind, aber meine Maskenbildnerin sind Sie sicherlich nicht. Nein, es ist Bürgermeister Wöller und der ist ganz verliebt in die große Schauspielerin, die im kleinen Kloster Kaltental einen historischen Film dreht und die dabei nicht gestört werden will. Wöller. Ich denke mal, jeder wäre zickig. Da steht plötzlich ein fremder Mensch vor deinem Wohnwagen und sagt, Entschuldigung, was wollen Sie hier? Ja? Also, da wäre ich auch zickig. Ich, Anja Kruse, ja. Aber Bürgermeister Wöller lässt nicht locker und die Schauspielerin Lena Reben lässt bitten zum Rendezvous im Wohnwagen. Wo ein Wöller, da ein Weg, egal was da kommt. Schließen Sie die Augen, reichen Sie mir Ihre Hand. Ich werde Sie zur besten Schweinshaxe der Welt führen. Um 8. Ich werde versuchen, pünktlich zu sein. Das hängt natürlich vom Dreh ab. Heute wird mein Mann erschossen. Was? Von den Alliierten. Im Film. Ja, müssen Sie natürlich hin. Ja. Die Dreharbeiten sorgen für Lacher, aber auch für Chaos am Set von Um Himmels Willen. Denn zum ersten Mal wird in der Klosterserie ein Film im Film gedreht. Das hat er nicht verdient. Er war mein Mann. Cut! Antonia, Taschentuch, mein Telefon. Anja Kruse spielt Lena Reben und Lena Reben spielt die Krankenschwester Ingeborg. Wer ist jetzt gemeint, wenn die Klappe schlägt und ein Regisseur und bitte ruft? Frau Reben? Ja, bitte. Wir sind auch schon mal ein bisschen durcheinander gekommen beim Drehen. Aber ich finde es natürlich unheimlich spannend. Das macht einen Riesenspaß als Schauspieler. Zwei Szenen gleichzeitig zu spielen, also die wahre Person dahinter. Und auch einsteigen, aussteigen, einsteigen, aussteigen. Die Schauspielerin Lena Reben, fast schon ein Weltstar, findet ihr karges Zimmer im Kloster gar nicht schön. Aber auch die Nonnen haben keine Lust auf Hollywood und lügen die Schauspielzecke an, trotz des 8. Gebots. Wenn Sie Symptome an sich merken... Das wird ja wohl nicht gerade die Krätze sein, ne? Es ist nicht weiter wichtig, aber ziemlich ansteckend. Roman! Ich habe ja dann freiwillig ins Kloster eingecheckt, weil der Wöller mir das da sozusagen glatt gebügelt hat. Die wollen das aber nicht und deswegen kommt diese Idee mit der Krätze auf. Nur damit ich da nicht bleibe. Nur einer will, dass die Schauspielerin bleibt, am besten für immer, der verliebte Wöller. Nach seiner Notoperation wegen einer Entzündung in der Hüfte ist Fritz Wepper wieder fit. Die Dreharbeiten, die im Juli abgebrochen werden mussten, können weitergehen. Lena Reben, hat sie einen jungen Geliebten? Also ich vermute mal, damit sind nicht Sie gemeint. Herr Wöller! Ja, Schwester Hanna, Gott zum Gruße, ich habe keine Zeit. Sagen Sie, ist die nicht wundervoll? Darf ich mal? Frau Reben! Seinen Humor hat Fritz Wepper auch längst wiedergefunden. Reben und leben lassen. Hauptdarstellerin Janina Hartwig ist froh, mit ihrer Freundin Anja Kruse endlich mal gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Ich liebe es, dass die Anja endlich da ist. Ja, ja. Wir hatten das schon öfter und langfristiger geplant, aber jetzt hat sie endlich Zeit, jetzt kann sie mitspielen, genau. Wir waren schon Skifahren, aber jetzt, ja, aber jetzt spielen wir zusammen. Also wir machen dann mal weiter. Ja, genau. Denn im Januar 2018 wollen wir ja endlich die neuen Folgen von Um Himmels Willen sehen. Wie halten Sie das nur aus? Gar nicht. Wir beten.